Assalamu alaikum. Oh, geht weiter. Der Beat ist gut, ja. Hallo und Tukulu. Taktsam. Was machen wir an? Was machen wir an? Ja, Mann. Ui, ui, ui. So. Hi. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Kann man mich hören? Hallo? Ja, oder nee? Oh, ich hab Angst. Ja, Sigi, gut. Hi. Hi, ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir sind heute ein bisschen früh am Start, weil ich nicht weiß, ob der PC das heute Abend so Primetime aushält. Das war gestern schon echt schwierig. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ach ja. Mir geht's gut. Ja, gut. Hallo Henne. Lasst mich kurz vorlesen. Ich war jetzt schon wieder 3 Monate nicht da. Wodibär, vielen lieben Dank für den Resub im 37. und Bermeleng, Dankeschön für den Resub im 30. Jay, Dankeschön für den Resub im 14. Repacts, Dankeschön für den Resub im 8. und Tukulu und Edebot, Dankeschön für den Resub im 39. und Grüße zurück. Moppy, Dankeschön für den Resub im 6. Chucks LP, danke für den Prime im 7. Kiez Pauli, vielen lieben Dank für 10 Gifted Subs, Alter. Merci. Was ist denn hier jetzt so? Geh nix, Junge. Dankeschön, Kiez Pauli, vielen lieben Dank, Mann. Das ist. Wow! Dankeschön. Jack, Dankeschön für den Resub im 15 und raus aus dem Chat, du bist im RP. Fashion Police, yeah, yeah. ShortyB, danke für den Prime 8 und Tukulu. Ayran, danke für den Prime 9, das Leben ist kein Ponyhof, das stimmt leider. Ach, der kürt ich schon wieder, was geht? Boah, mein Hals, ey. New Luck, Dankeschön für den Prime im 27. und Taktsam. Und Timecack, danke für den Prime im 23. Hukulu. Torbsen, danke schön für den Prime 24. 2 Jahre schon. 2 Jahre jetzt und immer noch so schön. Ha, dankeschön. Und jetzt Dynamite, danke für den Prime im 23. Monat. Und Unicorn, vielen lieben Dank für 10 Gifted, Alter. Boah, ich glaube, da knistert was immer. Bitte nicht, Alter. Was knistert hier? Ach, komm schon, Bruder, bitte nicht. Ehrlich jetzt? Gut. Gestern, ach so, boah, ich dachte schon, Alter. Ah ja, ich weiß, was ich zum Pinsel gesagt habe. Ich dachte schon, Dodo, Alter. Ich bin auch echt hibbelig heute den ganzen Tag schon, weil ich mich die ganze Zeit auf heute Abend gefreut habe, auf jetzt. Deshalb bin ich auch früher gekommen. Ich konnte das einfach nicht ertragen. Ich will das unbedingt jetzt testen. Unicorn, vielen lieben Dank, Mann. Ausgerutscht. Nee, ich habe gestern nicht gestreamt. Ich habe gestern getestet, ob der Rechner überhaupt läuft. Aber gestern, oh, mit kaputten Fan auf der CPU. Weil die alte Wasserkühlung nicht mehr funktioniert hat im alten PC. Ja, was soll ich sagen? Jungs, Mädels. Rechner ist wieder am Arsch. Wurde wieder eingeschickt. Ist kacke alles. Ich stehe dienstags morgens auf und denke mir so, yo, checkst du mal so E-Mails und so alles ab. Gucken, was abgeht in der Internetwelt. So morgens. Ich mach Rechner an. Macht wieder, geht nix. Hab ich mir gedacht, weißt du was, fick drauf, Alter. Ich geh einfach wieder pennen. War der Tag schon wieder gelaufen. Ja, schick demnächst zu mir. Es war einfach insane zu hören, wie einfach der komplette Kreis zu hören war. Nee, nur der Jack und Jifke sind unterwegs. Und ich. Ghost, das ist sogar der 3. Mal. So oft wie der kaputt ist, kannst du nicht am PC liegen. Du bist einfach inkompetent. Ja, klar. Ich mach einfach nur den Knopf an, Bruder, sonst mach ich da gar nichts. Und Edel, stimmt, Edel war auch gestern unterwegs. Aber der war nicht mit uns unterwegs. Goji, vielen lieben Dank für den Resub im 25. Auf Weeds, Dankeschön für den Prime 4. Ja, wurde wieder da angerufen, da hat der gute Techniker von Mindfactory, beste Seite übrigens. Würde ich auf jeden Fall nochmal neu kaufen da, alles. Am Telefon gesagt, ja, machen Sie mal bitte ein Foto von vorne und von hinten vom Computer. Ich will mal gucken, ob da ein Kabel los ist. Da habe ich den erstmal gefragt am Telefon, ob der Schore raucht. Aber ich glaube, den Witz hat er nicht so ganz verstanden. Ey, egal. Puh.
Egal. Dieses Mal bin ich aber dank Juri, ist noch nichts in trockene Tücher, aber ich bin mit jemandem gerade am Quatschen und bin dahingegen dann abgesichert, wenn sowas irgendwann nochmal vorkommen wird. Das hat Juri für mich klar gemacht. Also der Architekten Juri aus dem RP, mit dem ich die letzte Zeit echt viel Zeit verbracht habe, auch wegen Dings rumwerkeln und all den ganzen Quatsch. Da bin ich auf jeden Fall dann in Zukunft für abgesichert. Da tut mir auch unendlich leid, Alter. Ehrlich. So oft, wie ich Probleme habe, das... Keine Ahnung. Da fällt mir selbst nichts mehr zu ein. Da gibst du so viel Geld aus für den Rechner, Alter, und hast nicht mal in einem Jahr so viele Probleme damit. Ja, ich chill ja, aber trotzdem tut mir leid. Ich habe ja auch selber Bock zu zocken. Das ist ja umso ekelhafter dann. Ich habe einfach momentan kein Glück. Ehrlich nicht. Also was das betrifft. Dann schließe ich die alte Gurke wieder an, Alter. Da geht da die SSD nicht, die ich da verbaut hatte. Ja, ein Sponsor. Aber ich will darüber noch nichts reden, weil da noch nichts in trockenen Tüchern ist. Das werdet ihr dann sehen. Ist ja auch nichts. Ist cool. Ist cool. Aber pst. Werdet ihr dann sehen. Da hatte ich zum Glück noch die SSD hier aus dem alten Rechner, die ich ausgebaut habe, wie die Grafikkarte. Weil so schicke ich die nie zurück. Nur mit den Teilen, die mir gegeben haben. Ja, war halt echt eine dumme Idee, Alter. Mit dem Glück bist du nicht allein. Mir ist gestern die Wandhalterung vom Fernsehen rausgebrochen. Und einen Tag später ist von Nensa, der auch bei Unity unterwegs ist und Modding-Kram macht, der ganze Rechner abgeraucht. Er ist einfach so verflucht. Ehrlich. LP mit Sigi, Dankeschön für den Resub im 18. und Otto von Kessel, danke für den Resub im 10. Mach Facecam und hol dir Display als Sponsor an. Nee. Auge auf beim Rechnerkauf. Naja, es gibt Leute, die keine Probleme mit denen haben und es gibt Leute, die Probleme mit dem haben, ne? Mit denen. Also liegt es an Unity-Kappa. Darf man fragen, woran es lag, was passiert ist? Also das erste Mal ist der Rechner kaputt gegangen, weil das Mainboard kaputt gegangen ist, laut denen. Beim zweiten Mal war der ATX-Kabel vom Netzteil zum Mainboard. Warum auch immer. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die jetzt sagen. Wahrscheinlich wieder der ATX-Kabel und Netzteil wird immer noch nicht ausgetauscht, weil funktioniert ja. Und die haben das auch mit absoluter Sicherheit, haben die das auch getestet. Hallo Prepper. Ja, die haben das auf jeden Fall getestet. Ob da irgendwelche Spannungsspitzen... Alter, ich habe einen Elektriker damals kommen lassen, damals, sage ich. Hier vor 3 Monaten. Der hier die Leitungen überprüft hat, ob ich hier Spannungsspitzungen und so weiter habe. Spannungsspitzen. Hallo, Holy. Kannst du nichts machen? Müssen wir mit der alten Möhre gucken, ob funktioniert? Wenn funktioniert, müssen wir damit unterwegs sein erstmal. Die eine Sache dauert locker noch 2 Wochen. Keine Ahnung, wie lange Mindfactory jetzt braucht. Habe ich vor 2 Tagen eine E-Mail bekommen, ist angekommen. Bisher steht da noch nichts und bisher weiß ich noch nichts. Müssen wir halt in 720p, 60 FPS auf 15 FPS zu Primetime müssen wir zocken. Können wir nichts machen. Holy, vielen lieben Dank für den Resub im 22. Monat. Merci. Lass dir einen vom Bauer einen zusammenbauen, dann hast du einen guten PC. Bruder, die Leute bauen aber nicht einfach einen Rechner für jemanden. You know? Feder da, Alter. Was geht ab, Kitkusch? Können wir nichts machen. Gut ist nur, dass ich in Zukunft abgesichert bin. Wahrscheinlich. Allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Zählt das zum Beste, ja, Mann. Wer gestern noch nicht mitbekommen hat, ich habe ja damals mal erzählt, dass ich mit Curtis ein Dings wollte, einen eigenen Kleidungsladen aufmachen wollte und so. Und der Max von Unity arbeitet da mit dran, oder hauptsächlich arbeitet er da dran. Ne? Der hat auch das ganze Kopfzeug reingebracht für die auf Unity, hier für Fischer und so, die ganzen Westen und so. Und ja, wir fangen jetzt damit an und deshalb wird Curtis auch gespielt. Mit Peanut zusammen. Also abwechselnd, je nachdem, worauf ich Bock habe. Und wir machen da ein bisschen Fashion Police RP.
damit ihr Bescheid wisst. Aber ich werde Curtis normal reden, wie ich das gestern, ich weiß nicht, ob das einer gesehen hat bei Dexus oder so. Und viele von euch waren ja auch beim Pinsel. Ich werde normal mit Curtis reden, so wie jetzt auch. Weil Hals, das geht einfach nicht. Hals tut weh. Ich habe dann eine halbe Stunde versucht, so zu reden, das geht nicht. Muss ich gucken. Ja, habe ich gestern so getan, als hätte ich mein Zungenpiercing. Das haben wir ja schon oft im RP gemacht im Krankenhaus, ne? Von wegen hier Dings, ich nehme mein Zungenpiercing mal raus und dann habe ich normal geredet. Könntest du, dass du gestern den Bus geklaut hast, war Ende bei mir. Aber Klamotten tauschen nur gegen Supersportwagen, nee. Ich sage euch auch jetzt was für die Leute, die jetzt gerade hier sind. Wir werden unheimlich viel Geld wahrscheinlich damit verdienen, aber das ist nicht Sinn des Characters und der Klamottenscheiße, damit Geld zu verdienen und damit irgendwie der Reichste auf dem Server zu werden, sondern Curtis und so, das sind jetzt Event-Character quasi mit den Klamotten. Wir versuchen, Geld vom Server runterzuholen damit, ja? Wir werden mit der Kohle nichts anstellen. Das ist rein eventmäßig so, weil wir da auch Bock drauf haben. Ihr wisst selber, wie oft ich meinen Klient selber gemoddet habe für Klamotten. Ich bin da wahnsinnig. Wir versuchen damit, unique Sachen auf den Server zu bringen und Geld runterzubringen. Schade, warum er. Also Peanut Main, Curtis Event, 50-50 beide. Jeden Tag jetzt da rumstehen im Kreis, weil das ist nämlich Kreis-RP, bisschen Gelaber und so, wisst ihr selber. Ist ja kein Gang-RP. Können wir auch nicht machen. Ja, Hauptsache ich kann mir jetzt normale auch mal was kaufen und nicht 200 Kaffee in Armreif. Armreifen haben wir nicht, aber in die Richtung wird er trotzdem gehen, Prepper, weil auf Unity ist Geld quasi nichts wert. Wir hatten zum Beispiel gestern ein Gespräch mit einem Security-Unternehmen, weil wir Waffenholster haben. Und der hat von der Polizei genehmigt bekommen, dass der öffentlich Waffen tragen darf mit dem Holster. Musste für ein Holster 100.000 zahlen, weil er nicht staatlich finanziert wird. Hatte die Kohle, aber wollte die nicht ausgeben. Dann ist leider Pech. Aber so ein Oberteil wird so 250.000 kosten. Da muss Geld rausgepumpt werden. Wer unique aussehen will, muss Geld dafür organisieren. Und Geld auf Unity machen ist nicht schwer. Okay, aber du switchst nicht mit Stream? Weiß ich nicht, aber ich denke nicht, das habe ich ja noch nie gemacht. Wir haben jetzt einfach chillige Tage und einfach Ausrastertage mit Peanut, ganz einfach. Vielleicht ist ja bei Curtis auch mal was los. Hallo Da Vinci. Johnny Black, der PC läuft nicht wieder, ich habe die alte Krücke angeschlossen. Warum sollte der Staat das finanzieren? Ja, man sagt ja so auf RP-Server, etwas wird staatlich finanziert, weil das einen Mehrzweck für den Server und für RP auf dem Server hat, ne? Wir sind doch gestern Bus gefahren und haben den Typen gefragt, ob die staatlich finanziert werden. Nö. Der kriegt nicht mal ein Grundeinkommen. Der kriegt nur Geld, wenn Leute bei ihm Bus fahren. Und das finde ich scheiße. Da sind viele Busfahrer momentan unterwegs. Die sollten einfach ein Grundeinkommen haben. Auch wenn keiner mit denen fährt. Weil die sich das halt eben antun, den ganzen Tag im Kreis zu fahren. Prepper, du kommst aber trotzdem an Kohle. Du kommst auch auf Unity mit RP an Geld. Ich finde, ja genau, Serenia, da sollte man schon einen Paycheck bekommen bei sowas. Wenn nicht, Prepper, dann muss er einen abziehen, wenn er einen siehst mit dem Hemd oder irgendein Oberteil. Oder bei Events, wir veranstalten auch Events. In der Boxhalle und so. Also wir versuchen so viel wie möglich mit RP daraus zu rauen. Wir haben da schon einiges geplant, da werden wir gleich auch alles im RP besprechen. Was geht ab? Abdullah der Ruler. Einfach eine Geiselnahme, genau. Wenn man solche Leute mit eurer Fashion-Kohle unterstützt? Also die Oma machen wir ja. Der Busfahrer hat gestern von Juri 20.000 Trinkgeld bekommen und so. Modenshow auf jeden Fall, nicht mit Cody, mit Curtis. Ach, Danjo, der verlorene Sohn kehrt auch mal wieder zurück. Tatsache. Bist jetzt in der Sektor-Pommes, kommst nicht mehr Teamspeak. Ja, warte ab, wenn ich dich in den Finger bekomme, Junge. Bei uns gibt es sowas nicht. Freunde für immer und ewig, Junge. Das sag ich dir aber. Oma, aber tatsächlich hast du recht damit. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel drüber nachgedacht.
Weil ich will das einfach so im RP machen. Aber ja. Warum nicht? Warum nicht mit Busunternehmen, mit Codys, mit einfach allen zusammenarbeiten? Und coole Events irgendwie veranstalten. So, verstehen geht, hoffe, dir geht's gut. Ja, ja, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch, Bruder. Nur, dass mein Rechner alle 2 Tage abstürzt und kaputt geht, ist alles top. Der Cody von CK, der hat da auch irgendwas Geheimes geplant mit der Halle, ja. Darf aber nicht durchsetzen. Weil er wieder irgendwie der Department of Justice kommt und meint, ja, die Halle gehört nicht zu dir. Und ach, egal, scheiß drauf. Die kannst du eh vergessen. Tatsache. Ich meine, das ernst dann schon, ne? Lass meine Pommes. Ich wiederhole nochmal, ich rede mit Curtis normal, ne? Hals tut weh. Ich kann mit dem... Ja, was geht, geht nicht. Die Klappe. Wie der Sound. Ach ja, ich bin ja schon drin. Ach, da bin ich bitte nicht, Alter.